Nahe der russischen Stadt Norilsk haben Spezialisten mit den Aufräumarbeiten begonnen. Dort waren am 29. Mai etwa 20.000 Tonnen Diesel und Schmiermittel aus einem Kraftwerkstank ausgelaufen, das meiste davon in den Fluss Ambarnaja. Das Kraftwerk ist Teil des Unternehmens Nornickel, das vor allem Nickel und Palladium produziert. Erst mehrere Tage nach dem Unglück war der Vorfall publik geworden. Wegen des Umgangs mit der Katastrophe hatte Präsident Wladimir Putin den Gouverneur und die Leitung des Unternehmens öffentlich massiv kritisiert. Sergei Valerievich, was denken Sie, was passiert ist? Und wieso wussten die Behörden erst 2 Tage später davon? Wieso müssen wir von diesem Notfall aus den sozialen Medien erfahren? Sind Sie noch ganz richtig im Kopf? Putin hatte am Mittwoch den Notstand ausgerufen, um die Mittel für die Aufräumarbeiten schnell freizumachen. Umweltgruppen zufolge werde es Jahrzehnte dauern, den Fluss und die Umgebung zu säubern. Die Natur in der abgelegenen Region werde viele Jahre lang verseucht sein.